So. Ja, so ein Selfie vor der Elbphilharmonie, das hat schon was. Wer aber wirklich Follower und Likes sammeln will, der muss sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Und eine Möglichkeit ist das Museum of Popcorn. Das hat am Samstag eröffnet und ich habe mich da mal umgeschaut. Das Museum of Popcorn liegt am Überseeboulevard in der Hamburger Hafen City. Ann-Christine Wolf führt mich durch die 800 Quadratmeter große Anlage, die mit Popcorn auf den ersten Blick nicht sehr viel zu tun hat. 23 Kulissen, sogenannte Sets, kann man in den Räumlichkeiten nutzen. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten setzte Ann-Christine Wolf gemeinsam mit Ehemann Björn und Stiefvater Hans-Jürgen Zahlten ihren Traum des Content-Museums um. Ganz ehrlich, es gibt schlimmere Arbeitsplätze, oder? Definitiv. Warum Museum of Popcorn und was ist das überhaupt? Diese Frage wird uns sehr oft gestellt, was hat das jetzt Museum damit zu tun? Und manche wissen nicht, ob wir Popcorn verkaufen oder ob wir ein tolles Fotostudio hier haben. Aber das können wir ganz schnell lösen, das Rätsel, indem die Leute zu uns kommen, hier rein, und dann werden wir sie überzeugen, dass beides hier ist. Immerhin 8 verschiedene Sorten Popcorn kann man im Foyer kaufen. Doch in der Hauptsache dreht sich hier alles um die bunten Kulissen. Man hat natürlich auch hier drauf geachtet, dass die Farbgebung Sat1-konform ist. Das passt doch hervorragend. Also auf dieses Schaukelpferd, da kann man auch richtig raufklettern, oder? Ja, genau. Also alle unsere Kulissen sind wirklich komplett massiv gebaut, sodass alle Erwachsene dort auch ihren Spaß haben können. Davon muss ich mich natürlich selbst überzeugen. Auf einem Schaukelpferd habe ich schließlich länger nicht gesessen. Während des Rundgangs muss eine medizinische Maske getragen werden. Zum Fotografieren in den Kulissen allerdings darf man die Maske abnehmen. Also das Schaukelpferd hält. Selbst einen 80 Kilogramm schweren Reporter. Ich überlasse die Kulisse lieber dem Nachwuchs. Besser so, denn einen Handstand würde ich nicht so elegant hinbekommen. Krass, wie lange kannst du jetzt so im Handstand bleiben? Lange. Wie finden Sie hier das Museum of Popcorn? Spannend. Spannend. Ist auf jeden Fall was für die Kinder und solche, die hier Social-Media-Aufnahmen machen wollen. Social-Media-Aufnahmen macht heute zum Beispiel Isabel Zoe. Sie posiert in einer ganz besonders stimmungsvollen und für meine Kamera besonders dunklen Ecke der Ausstellung. Da geht das Fotografenherz auf, oder? Ja, mega. Also ich habe direkt schon gesagt, als ich heute hier durchgelaufen bin, ich muss mit ziemlich vielen Kunden hierher kommen, weil es einfach großartig ist. Super viele Motive, verschiedene Lichtsituationen. Man kann einfach kreativ so ausrasten. Also richtig schön. Und TikTokerin Isabel findet es so geil. Ich bin seit 11 Uhr hier und das ist mittlerweile 5. 10 nach 5. Und ja, ich mache jetzt noch Fotos. Ich habe erst TikToks gedreht, die ersten 4 Stunden, um meinen Kanal zu beschallen. Ihre 18.000 Follower begeistert Tanzlehrerin Isabel mit Tanzvideos. Heute in den Kulissen des Museum of Popcorn. Es macht so Spaß, wirklich. Also ich habe so viel ausprobiert und ja, ich bin richtig happy mit den ganzen Ergebnissen. Hat lange gedauert, aber ich habe sie. Wer sich mal ordentlich durchpusten lassen möchte, der kann sich auf einen Ventilator stellen. Marilyn Monroe lässt grüßen. Wer nun Lust hat, mit Familie und Freunden ausgefallene Bilder zu machen, für das Fotoalbum oder Social Media, der findet vielleicht im Museum of Popcorn die richtige Location. Yes, I'm happy. Erwachsene zahlen für 2 Stunden 29 Euro. Jugendliche 19, Kinder bis zu einem Alter von 6 Jahren zahlen nichts. Gruppenangebote und Familientarife findet man auf museumofpopcorn.de.